Ich bin Patrick von Way to Luck. Es geht auf die AIDA Perla zu einer Mittelmeerkreuzfahrt. Eine ganze Woche lang. Und wie ihr unschwer im Hintergrund sehen könnt, muss ich noch final packen. Und dann geht es auch gleich los, denn in einer halben Stunde kommt auch schon das Taxi zum Bahnhof. Und warum ich heute von Frankfurt fliege und nicht wie geplant von Leipzig, das verrate ich euch später auf dem Flughafen, denn da haben wir etwas mehr Zeit und da kann ich euch dann die ganze Story dazu erzählen. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier am Bahnhof in Halle-Saale und steige jetzt um in meinen ICE auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen. Ja, ihr Lieben, ich wollte mir jetzt eigentlich ein schönes, kleines Bierchen holen, aber wie ihr seht hinter mir, es hat leider schon zu und es scheint so, dass es hier heute nichts mehr gibt. Ich bin hier gerade angekommen in Frankfurt am Hauptbahnhof mit dem ICE. War eine ganz angenehme Fahrt, muss ich sagen. Ruhig und 3 Stunden, das ging doch recht flott, hätte ich nicht gedacht. Schlafen konnte ich leider nicht. Ja, jetzt steige ich gerade um und wechsle das Gleis auf Gleis 8 und dann geht's Richtung Flughafen. Ja, ich melde mich einfach später nochmal vom Flughafen aus. Da erzähle ich euch ja dann auch noch, wie versprochen, die Story, warum ich jetzt von Frankfurt fliegen muss und nicht von Leipzig. Ich bin angekommen in Frankfurt am Flughafen. Ja, und jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich hier hin muss. Auf alle Fälle Terminal 2, das weiß ich schon mal, aber ich weiß noch nicht, zu welchem Schalter, wo der Check-in ist. Das werde ich aber sicherlich jetzt gleich erkunden und rausfinden. Ja, und dann gebe ich erstmal die Koffer ab und dann geht's um 5.25 Uhr Richtung Palma de Mallorca. Und dann, also ich bin jetzt schon seit heute Morgen um 7 wach, also seit gestern Morgen kann man jetzt mittlerweile schon sagen. Also das sind schon mal auf alle Fälle gute 12, 18, über 18 Stunden. Und insgesamt, bis ich dann angekommen bin am Schiff, werden es dann schon 30 Stunden sein. Und jetzt erzähle ich euch auch mal die Story, warum ich jetzt hier am Flughafen in Frankfurt Main bin und von Frankfurt fliegen muss und nicht wie geplant von Leipzig. Das war also so, ursprünglich sollte ich von Leipzig fliegen und ihr wisst ja, die Airline Niki hat Insolvenz angemeldet und der Flug von Leipzig wäre mit Niki gewesen. Und so hat AIDA Cruises mich angerufen und gesagt, sorry, tut uns leid, ihr Flug von Leipzig kann leider nicht stattfinden und sie müssen nun von Frankfurt fliegen. Ja. Und somit stehe ich jetzt hier in Frankfurt
und fliege halt von hier ab. Aber ich muss mal eins ganz klar sagen, AIDA Cruises war wirklich sehr vorbildlich und hat sich echt drum gekümmert, dass das alles reibungslos hier vonstatten geht, also die Bahntickets übernommen. Und ich habe auch noch ein Bordguthaben in Höhe von 50 Euro erhalten, was ich noch mit nutzen kann. Und sie haben sich auch entschuldigt dafür. Und ja, AIDA Cruises kann ja im Prinzip nichts dafür, dass Niki insolvent ist. Ja. Und so fliege ich jetzt mit TUIfly hier von Frankfurt ab. Ich habe mich mal jetzt etwas entkleidet, weil es ist echt warm hier. Und wenn man da mit der Winterjacke so rumläuft, kommt man dann doch schnell ins Schwitzen. Ja, ein riesiger Flughafen hier. Ich habe mittlerweile auch gefunden, wo ich jetzt hin muss. Und zwar geht es jetzt erstmal in Terminal 2 in Halle D und dort dann an den Schalter 861 bis 868. Ja, leider ist es noch nicht so weit. Der Check-in beginnt ja erst später. Ich denke mal oder hoffe mal ab 3. Weil es wäre schon schön, wenigstens den Koffer loszuwerden. Dann kann man sich etwas freier bewegen. Und ja, ich gucke aber mal jetzt trotzdem, vielleicht ist ja da schon was möglich, denn ich habe ja schon den Check-in gemacht im Internet. Also ich habe schon meine Bordkarte im Prinzip. Ich habe den Online-Check-in genutzt. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, am Baggage-Drop-Off-Schalter schon den Koffer abzugeben. Und dann kann ich mich auf alle Fälle hier freier bewegen und dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo einen Kaffee trinken gehe und versuche irgendwie die Zeit dann rumzukriegen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal bis später. So, da wären wir im Terminal 2. Nach einer weiteren Bahnfahrt.
bin gut gelandet und jetzt hier in Palma angekommen. Ich stehe direkt vor der AIDA Perla hier am Hafen in Palma. Und ich kann nur eins sagen, es ist jetzt schon von außen, wenn man das so sieht, einfach phänomenal, unbeschreiblich geil. Ja, und ich werde jetzt mal an Bord gehen und dann sehen wir uns später wieder. Angekommen hier auf der AIDA Perla und ich stehe jetzt hier gerade auf Deck 15 auf dem Skywalk und ja, was soll ich sagen, ich bin überwältigt, es ist einfach Wahnsinn, also ich kann es auch gerade, ich finde gerade überhaupt keine Worte und ich muss diese ganzen Eindrücke von dieser kurzen Zeit jetzt erstmal ein wenig verarbeiten und sacken lassen. Das ist einfach viel zu viel gerade und es ist einfach fantastisch. Es ist geil, es ist super. Mir fehlen gerade wirklich die Worte. Ja, ich habe noch nicht meine Kabine, aber ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Zeit die Kabine dann frei wird und also sauberer gemacht wird und sauber ist, sodass ich sie beziehen kann. Dann brauche ich auch erstmal eine Dusche und werde mich umziehen und dann habe ich heute noch vor, nach Palma reinzufahren und dann schaue ich mir da noch ein paar Sachen an. Ja, und jetzt genieße ich erstmal noch so ein paar Eindrücke hier auf dem Schiff erstmal und melde mich dann einfach später wieder bei euch. Gerade noch in Palma an der Kathedrale, wie ihr hinter mir unscheinbar erkennen könnt noch. Ja, und befinde mich jetzt gerade aber wieder auf dem Rückweg Richtung AIDA. Ja, und es war ein ganz anstrengender Reisetag heute. Man merkt es dann jetzt doch, man ist müde, geschafft und die Füße und die Beine tun jetzt auch weh. Und ich glaube, ich freue mich jetzt einfach nur noch auf ein schönes Abendessen und den Abend dann entspannt noch ausklingen lassen an Bord und irgendwann dann auch ein
schönes, warmes, kuscheliges Bett, dass ich auch mal wieder eine Nacht schlafen kann. Ja, ansonsten war es trotzdem ein ganz schöner, spannender erster Tag hier in Palma. Beträgt 1604 Seemeilen, das sind 2970 Kilometer. Bis nach Civitavecchia haben wir 468 Seemeilen zurückzulegen, das sind etwa 867 Kilometer. Und werden mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 15 Knoten fahren. Wir planen die Lotsenstation von Civitavecchia am Montag gegen 6.30 Uhr zu erreichen, um dann pünktlich um 8 Uhr am Liegeplatz festgemacht zu haben. Heute Nacht verlassen wir erst einmal die Bucht von Palma de Mallorca, passieren dann Mallorca und Menorca auf der südöstlichen Seite. Ja, ungefähr 5.20 Uhr morgen früh sind wir quer von Menorca in einer Distanz von 17 Seemeilen. Und dann geht es auf einen nordöstlichen Kurs direkt Richtung Straße von Bonifacio, der Meerenge zwischen Korsika und Sardinien. Diese werden wir morgen gegen 21.40 Uhr passieren. Liebe Gäste, wir sind soweit seeklar und reisetüchtig. Der Lotse kommt auch gerade an Bord. Und jetzt heißt es erst einmal Leinen los und sail away. In a Poconos, poking hoes, Pocahontas in my bed lit, smoking those. Stepping on these herbs on the open toes. Got a sea full of people with the episodes. Telling everybody round they about to blow. Watching those grow full of Pinocchios. Tell a hater kick rocks, get off my job. I'm right here in the same spot. Middle fingers up to the motherfucking haters. Haters, y'all. Man, cause we made it, y'all. I know you're afraid of us, so. And are we gonna make y'all so you sail away with us? Tan, sky high, blue skies, working on my tan. Float on with my crew, not a single just man fix. But girls only in bikinis, nothing less than tans. And they all for mistake, kid for a fake. You and Sinead say it's walking the plank. It's a long way down from the side of the ship. So you should think twice before running middle fingers up to the motherfucking haters, y'all. Man, cause we made it, y'all. I know you're afraid of us, so.